sei doof. Lass deine Nase. Und noch 10. Bist du ein Kämpfer oder nicht? Nee. Weit? Der war ein bisschen tief. Leute, am 13.12. released mein neuer Shop, das heißt, mein Merch kommt endlich raus, meine Fanboxen kommen endlich raus und auch Kalender, die habt ihr euch alle gewünscht. Checkt es aus, www.smolik.de. Der Link geht noch nicht. Ab dem 13.12. funktioniert der und ihr könnt auf den Shop zugreifen. Hallo Leute, willkommen bei Michael Smolik, an meiner Seite Jul Jenko. Der freut sich schon sehr auf dieses Video. Ich bin heute in Köln. Ich habe übrigens im letzten Video mit ihm ein bisschen abgekackt. Da haben wir ein bisschen schätzen müssen. Da habe ich mich verschätzt. Habe 50 Klimmzüge mindestens gemacht. Checkt mal auf seinem Kanal ab. Und jetzt die Rache mehr oder weniger. Nicht wirklich Rache, wir trainieren einfach nur ein bisschen. Ich zeige dir ein bisschen was. Kickboxen, ein paar Kicks, ein paar Schläge. Julienko, die Sportskanone. Ich würde sagen, bist du, hast du Bock? Ja. Wie würdest du dich jetzt warm machen? Ein bisschen Laufbahn oder so? Willst du es wirklich machen? Nein, wenn ich nicht muss. Komm, mach mal. Wie machen wir das? Komm mal, geh mal drauf. Ja. Ein bisschen runterschrauben. Nee, wir machen jetzt mal, lauf jetzt mal bis 10. Bis 10, 10, 10 ist nicht 10. Weiter, höher. Und das hält jetzt 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ein bisschen langsamer. Runter. Hast du wieder gesehen lassen? Alter, hier steht's. Alter, hier steht's übel. Warst du das? Nein. Nee. Nicht schlecht. Boah, Junge. Ist es warm? Gehst einmal zur einen Seite runter, lasst aber dein Bein durchgestreckt gerade. Und so weit, genau, so weit runtergehen, das ist alles. Es ist alles, ja. Okay. Und jetzt versuch mal, die Beine runterzudrücken. Drück mal runter. Ja, mach ich ja. Tut's weh? Ja. Guck, ich bin genauso wie du. Ist gut. Oh, Scheiße. Kann man halten hier. Genau, Bein durchstrecken. Fuß hier hin, genau. Lass durchgestreckt. Wenn du nicht vorkommst, ist es nicht schlimm. Also. Hauptsache hier. Hauptsache da hinten. Auch wenn du nur hier zum Schienbein kommst, ist Hauptsache es den hier. Genau, jetzt noch beide Beine nach vorne. Und jetzt, du schnaufst die Hände noch. Nee. Hast du dir was gebrochen gehabt? Wo? Da. Sieht es so aus? Ja, voll krank. Ich glaube, ich habe schon so oft meine Beine und Füße und Zehen gebrochen. Echt krass. Hier, guck mal, siehst du das? Ja. Fersenbruch. Nee, es war kein Bruch, da habe ich mich. Da gibt es so ein Instagram-Video, da kicke ich eine Flasche von einem Cage und habe mich an dem Metall aufgelöst. Oh. Also, andere Geschichte. Arme, Ellbogen nach hinten drücken. Nee, die willst du ja nicht selber erwürgen. Ja. Und andere Seite? Nein. So, genauso. Auch so. Also, okay. Hä? Das geht doch gar nicht. Achso, ja, okay. So. Ja, genau. Jetzt noch Hände zusammen. Und jetzt noch hier kreisen. Okay, sehr gut. Perfekt. So. Okay. Wir machen jetzt den Jab und den Punch. Der Jab ist die Führhand, das heißt die vordere Hand schlägt hier. Und die rechte, die lässt du immer am Kinn, wenn du mit links schlägst. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also nicht den hier, sondern die lässt du immer hier. Und die streckst du und drehst deine Hand hier rein. Und wieder zurück, okay? Bei rechts, das ist ein Punch, die Schlaghand, hinten. Auch drehen. Genau, auch drehen. Du drehst immer deine Faust ein. Das ist ganz wichtig. Zack, okay? Okay. Ja, aber nicht schräg, sondern gerade zu mir. Aber die muss ich schon drehen, ne? Ja, gerade, gut, genau. Und zieh sie aber hier zurück zum Kinn, weil sonst treffe ich dich. Hier so. Genau, nochmal. Ja, jetzt hast du so geschlagen. Ach, komm, immer, das immer, war schon, das immer, war schon in Ordnung. Immer. So, genau, aber zieh nicht schlechter. Okay. Komm, ja. Komm. Und hinten Punch. Komm. Gut. Gut. Jetzt machen wir noch einen etwas einfacheren, den Uppercut. Der ist von unten. Okay. Du willst praktisch mein Kinn hier treffen. Ja. Aha. Also wieder in Kampfstellung. Kampfstellung so, ne? Genau. Und jetzt von unten nach oben hochziehen. Ja? Hier. Die bleibt wieder am Kinn. Und jetzt ziehst du. Auch drehen so. Nee, jetzt du machst von hier und einfach nur tuck. So. Hopp. Ja, hoch. Genau, aber wieder zuziehen zum Kinn. Ja? Oh, guck, jetzt habe ich fast getroffen. Hier und dann wieder. Guck mal, du ziehst. Ja, aber nicht so. Lass sie wieder hier. Und nochmal hoch. Ja. Aber nicht hier, die muss mehr zum Körper, weil sonst treffe ich hier. Also, dass du den Jab und Punch besser machst als den Uppercut, hätte ich nicht gedacht. Du musst wirklich von unten, guck mal, mach mal so. Bisschen aus der Hosentasche. Ach, ich muss genau. So, ich habe immer so, auch hier. Genau, okay. Richtig. Ich glaube jetzt. Ja, genau, und wieder zurückziehen. Und wieder zurückziehen. Guck, ich hab dich wieder getroffen. Du bist doch ein Fiesling. Block nicht so. Weißt du warum?
ich hier blocke, treffe ich dich hier. Ah, das ist ja doof. Das ist deine Nase. Okay. So kannst du mich ja hier treffen. Wenn ich aber so bin, kannst du mich nicht treffen. Weißt du? Deswegen immer die Hände zu. Okay, hier. Ich habe vergessen, der war hinten, ne? Ja, jetzt abtauchen. Genau. Aber welche Richtung muss ich so? Du musst von hier und von unten nach oben. Stell dir vor, du hast hier Wasser, hier eine Mauer. Ja? Und du tauchst ein und tauchst hier wieder auf. Genau. Tauchst hier wieder auf, okay? Abtauchen, hochtauchen. Nicht zu tief, aber weil sonst kriegst du das Knie nicht fest. Achso, ja. Ja? Ab. Genau. Und eins, ja, zwei, zurück. Abtauchen. Gut, war nicht schlecht. Okay. Ja, von der Skala 1 bis 10 war es. 2? Also ne, 1,5. Nein. Nein. War stark, war nicht schlecht. Okay, und jetzt noch ein bisschen was für die Ausdauer. So, jetzt aber geht es nicht nur um Technik, sondern es geht mehr um Verausgabung. Deswegen, jetzt soll ich so aussehen, aber schon bam, 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 bam. 3, 3, 2, 1, let's go! Komm, 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 komm! Ella, 5 hast du schon? Gut. 5? Ja, weiter, weiter, weiter. Atmen. 120. Ja, halb Zeit. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Jetzt. Gut, 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 gut. Und noch 10. Bist du ein Kämpfer oder nicht? Nee. Weit. Nee, weiter, weiter, weiter. Dann machst du nochmal 10. Und weiter. 5, 4, 3, 2, 1. So, wir machen jetzt noch einen Frontkick. Sehr, sehr einfach. Geht's wieder? Ja, alles gut. Sehr, sehr einfacher Kick. Ein Frontkick. Den testest du danach an mir aus. Ja? Du musst erst hoch und dann. Nee, der Frontkick ist der. Ah ja. Nein, das ist der Backkick. Das ist der Backkick. Aber versuch mal nicht. Ha, sondern wirklich als Kick, ja? Ja, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Okay, dann komm. Ja, gut, nochmal. Nicht, dass er nachher umfällt jetzt. Das war ein Spaß. Okay, wichtig ist, dass er ein bisschen höher geht. Wichtig ist, dass er ein bisschen höher geht. Jetzt die Masterprüfung. Du machst den Frontkick gegen meinen Bauch. Ja? Weil ich mit Schere. Oh nee, nachher tritt ich dich sonst wohin. Oh nee, nachher tritt ich dich sonst wohin. Ich tritt dich nicht im Bauch. Doch, komm. Erstmal trocken so. Ja, erstmal trocken, genau. Ich mach das nicht. Warum nicht? Dass ich seh's kommen. Ja, aber gut. Jetzt komm. Und jetzt ich tritt dich, weil dann nachher rutsch ich wieder. Du stark, du kannst kommen. Das war ja recht. Komm. Ja, aber guck mal, stell dich mal so stark, ich kann und dann putsch. Nee, du trittst ja nicht so. Jetzt komm. Ja, gut. Nochmal. Also, okay. Die Leute denken, ich bin behindert, also komm, guck mal. Okay, noch einmal, das ist gar nicht schlecht. Bei mir streichen. Der war ein bisschen tief. Oh. Ha? Hab ich keine Haare, hab ich eine Vagina. Du hast noch Power, vor allem gut mit Schuhen noch, ne? Aber so, okay, was hast du aus dieser Stunde mitgenommen? Ich trete niemanden mehr jemanden im Bauch. Das nee. Ja, das man muss auch dazu sagen, das ist der normale menschliche Instinkt so. Man möchte ja nicht wirklich jemanden schlagen. Ja. Weil normalerweise ist ein Mensch ja nicht daraus aus. Normalerweise ist ein Mensch nicht darauf auf. Normalerweise ist ein Mensch nicht drauf auf. Aus. Deswegen bist du gehemmt. Ganz normale Reaktion. Deswegen, wenn du Kämpfer bist, musst du das auch erstmal trainieren. Das ist tatsächlich. Viele Amateure haben das Problem, im Sparring richtig zuzuhauen, weil sie sich nicht trauen. Also völlig alles normal, du bist ein normaler Mensch, ich bin nicht normal. Nee, war super, war nicht schlecht. Boxerisch super gemacht, für deine allererste Stunde. Das stimmt, ja. Wirklich, muss man sagen. Für deine allererste Stunde war es gut. Es gibt Leute, die boxen so. Und du hast das allererste Mal gemacht. Kein, wie du noch so was Positives rausfilterst. Nee, es ist so. Und ich versuche das auch immer wieder, wenn ich die Leute trainiere, dann natürlich auch zu motivieren. Und das hast du gut gemacht. Natürlich, man kann es immer verbessern, aber es war deine allererste Stunde. Ich glaube, so, bei mir war das noch nie mehr Ausdauer. Ich ja, aber das ist auch, weil er vorhin gefragt hat, ist das normal, dass ich so am Arsch bin? A, wenn man die Belastung nicht gewohnt ist, B, wenn man nicht richtig atmen kann. Das ist vollkommen klar. Glaub mir, wenn wir das jetzt 3-4 Wochen machen, dann ist das für dich auch cool so. Ja? Aber das war's. Das war sehr, sehr gut. Ja? Das war's mit diesem Video, mit dieser Kickbox-Unterrichtsstunde. Julienko hat sich gut geschlagen. Kommentiert in die Kommentare, was ihr davon haltet. Checkt auch seinen Kanal ab. Da haben wir ein sehr, sehr geiles
lustiges Spiel miteinander gespielt, wo ich sehr abgekackt habe. Und checkt es auf jeden Fall aus, ist unten verlinkt, auch in der Infobox oben. Und checkt sein Instagram, checkt mein Instagram. Und Leute, 13.12. kommt was sehr, sehr krasses raus. Ja, Hashtag deine Chance. Ich habe es auf Instagram schon angekündigt. Seid gespannt. Das war's mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Michael Smolik. Tschüss.